Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming. So, Leute, jetzt machen wir mal eins, Leute. Jetzt werden wir mal ein bisschen gucken, Leute. Wie gesagt, ich habe aber eigentlich, Leute, wir versuchen es noch immer. Ich bin nicht auf Welt 100 gegangen, sozusagen. Ich bin auf Weltklasse geblieben, Leute. Wir schauen einfach mal auf Weltklasse, Leute. Wir schauen einfach mal, wie es funktioniert. Vielleicht muss man einfach mal ein bisschen warten, dann kommt es wahrscheinlich, Leute. So, wir warten noch ein bisschen. Wir lassen es noch ein bisschen. So werde ich sagen, wir tun jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Die letzte Vorbereitung werden jetzt noch gemacht, Leute. Den wir jetzt noch machen können, Leute, so ein bisschen gucken, was man noch ein bisschen scout oder ob man noch ein paar Sp Spieler finden oder so, können wir ja noch gucken, Leute. Jugendakademie, er ist halt mit, er muss noch ein bisschen, er baut sie noch auf, Leute. So, unser erst Scouting-Bericht in Deutschland, nehmen wir mal. Können wir einen Jacherpläne, wir haben da zwei Adelsin, 91, okay, den könnt man verpflichten und ihn verpflichten wir mal, okay. Warum will Kim mal, oh, Teamstrategie haben wir jetzt einmal wieder. So, jetzt gucken wir aber mal im Jugendstab gehen. Und vielleicht noch ein zweites ihn holen, Leute. Ihn holen mal. Und ihn holen. Alter, der ist ein. Denn jetzt, der gehen wir mal mittel nach. Da geht man 3 Monate nach Holland. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit, wenn wir. Okay, da haben wir noch eine. Die beiden sind gleich. Dann würde ich sagen, machen wir mal ihn. Und den schicken wir mal nach England, Leute. Wir müssen jetzt ein bisschen so, dann haben wir mal die Vorbereitung fertig. Kimmich haben wir, ach, Kimmich, den Junge ablehnen, würde ich sagen. Kimmich wird nicht gewählt. So, dann gucken wir mal Transfer. Wer, so, na, das sind noch beim Scout. Die zwei tun jetzt noch ein bisschen scouten, noch zwei. So, jetzt können wir mal gucken. Haben wir Spielersuche? Freie Spiel, freie, schauen wir mal, freie Spieler. Ah, die würde ich sagen, machen wir bis 30, würde ich fast sagen. Freispieler ab 30. Mal gucken, ob ich ihn jemand, den man weiß nicht, ob ich ihn in 80, okay. Ob da ich ihn in einer, ach, ob da ich ihn in einer dabei ist, wo man trainiert, der halt nur gute Werte hat. Aber zurzeit sieht es nicht. So, oh, der hat gute Tempo-Werte. Der hat gute Tempo-Werte. Der hat gute Tempo-Werte für den Rennen, aber. So, Leute, jetzt würde ich aber sagen, die Vorbereitung. Wir müssen halt mal gucken. Okay, geldmäßig haben wir noch 18 Millionen. Das haben wir jetzt noch. 18 Millionen haben wir jetzt noch. So 18 Millionen, ne? Oh Mann, ne? Machen wir 1 Dollar, weil ich mich voll vertippt habe, Leute. Ja.
Ja, man, ich wollte was anderes machen, Leute. Ich wollte einfach was anderes machen. Ich wollte eigentlich was anderes machen. So, Leute, jetzt müssen wir. Ich wollte mal. Ja, erst 5 müssen wir mal. Alter, wer alles in die. Also, der wäre noch eine Option mit Pro. Das sind halt sau viele, wo wir jetzt uns mal geguckt haben, Leute. Eine Fahrt, die, ja, der wäre eine Option mal. Wir müssen mal gucken. Kupo wären wir noch in die. Okay, für mal schauen mal Burkhard Kehrer für eine In Alamoukoukou ist ein Alamoukoukou ist jetzt okay, Moukoukou wurde von Dortmund gegangen, ist Dortmund gegangen, okay. Necla Fati Fati ist leider aus Henderson, okay, kommen. Maguire, okay. Erwin 80, Baku, Bailey, okay. Matip, Udi. Schauen wir mal gut, ne? Okay, 80 für ein R. U 80, okay, der werden. Okay, Jose, guck mal, der werden. Simmons, ist derzeit ausgeleitet, Kopo. Okay, Sancho, okay, ups. Mit der wäre, weil das ist echt nicht. Okay, für RZ2M 50, okay. Okay, wo das sind, weil Simon, Alter, das ist echt mal. Okay, wo die Frage, Diaby, oder Diaby, alle Hälfte, Dias, alle gehen. Ja, aber eigentlich Rashford wäre eine Option. Torhüter wäre noch gut. Aber durch das Ding, dass man jetzt ja ein paar. Alter, der Junge, der hat aber auch Werte. Okay. Und dann wäre Sakai, Ronaldo. Aber die habe ich ja nur niemand mit neu gemacht. Donnarumma. Alter, Donnarumma wäre halt eine Option, aber wäre halt. Ist. Weil Wert ist noch okay. Ja, okay. Messi bei 9. Kylian. Okay, das sind noch. Aber wir müssen mal gucken, Leute. Wir haben jetzt noch ein bisschen Vorbereitung noch, Leute. Wir müssen mal gucken. Wir müssen noch ein bisschen gucken, Leute. Für Tell will AC Mailand 4 Millionen. Alter, Tell, Alter. Alter, wie die. Ne? Lass mal jetzt ein bisschen Vorbereitung machen, wie so gesagt, Leute. Oh, Mainz holt auch noch ein paar Spieler, Leute. Transfer Schokum. Okay, Schokum Tang für 7 Millionen. Okay. Da ist 78. Warte mal. Okay, wie viel kostet. Okay, warte mal. Wir müssen mal was gucken. Spieler Transferliste. Schauen wir mal kurz. Schauen wir mal kurz mal bei den Stürmer. Das ist 78. Können wir den einen. Er ist ziemlich gut. Er hat mal Wertentechnik. Könnte was werden. Müssen noch über. Ich bin mal kurz. Oder Siemens, das ist auch so eine Option, die wir uns holen wollen. Er an 30, okay, da ist jetzt in Re okay, er ist jetzt gewechselt, okay, dann 77, okay, das kostet, liegt bei 27, okay, 27, wie viel haben wir, wie viel Geld haben wir im Büro, immer Finanz 18, okay, warte mal. Wir haben jetzt Schokomoting, okay, 7, okay, wir haben 7.
Okay, man 7. Wir müssen mal mit 18 könnten wir. Okay, 7 Millionen mehr dann. Okay, Schokomutung 78 und Josemut. Okay, das wäre eine Option, Leute. Wir müssen mal. Schokomutung ist 71, dann haben wir einen. Und ihn müssen, könnt machen mitnehmen für 7. Wir gucken mal. Verhandeln. Kriegen wir 10 etwa? 10, dann könnte man noch ein junges Spieler kriegen. Wenn man es vielleicht kriegt, kommt man noch ein bisschen hoch mit Chukwuemeka. Weil er wird die Karriere beenden nächste Saison. Und jetzt, er will ja, glauben, wenn ich mich nicht irre, Leute, wird er seine Karriere beenden, sozusagen. Ich würde geben 24, 24. Gucken wir mal, ob die Zähne für ihn wollen. 10 Millionen, mal schauen wir, ob sie für 10 ihn holen. Okay, 7 Millionen, dann würde ich das gegen ein. 9 Millionen. Kommen wir mal bei 9 Millionen. Okay, die wollen ihn nicht. Okay, sie wollen ihn nicht. Okay, das heißt, wir warten noch mit Schokomut. Okay, wir warten noch ein bisschen. Wir lassen noch ein bisschen laufen, Leute. Okay, da so, okay. Okay, wie viel Geld mehr? Okay. Nasrim. 40 Millionen will Nasrim die haben wollen. So, Leute, jetzt. Okay, wir müssen mal gucken, ob. Okay, dann wären Schokomutinga. Wir brauchen Ehrchen für Schoko. Weil Schoko hört der eh auf. Und dann wäre es eigentlich. Im Sturm. Wir brauchen einer noch ein Backup. Wir haben noch einen Sturm. Das wäre eigentlich noch eine gute. Mal gucken mal. Wir schauen mal, ob man. In wie viel? 27. Okay, gehen wir mal gucken, ob wir ihn auf 20 runterkriegen. Auf 20 Millionen runterkriegen. Auf 20 Millionen. Mal gucken mal, ob wir ihn für 20 Millionen eventuell kriegen. Dann können wir Shogomoting einfach auf die Transferliste setzen. Und das wäre die einzige. Wären 24. Ah, 17. Okay, ich glaube nicht, dass sie ihn fürs 17 Millionen wollen, Leute. Für 17 Millionen geben die ihm wahrscheinlich nicht ab. Genau, das ist unser Problem, Leute. Das ist das Problem, was wir gerade haben, Leute. Okay, dann, aber es ist schon heftig, dass sie ihn verkauft in Dortmund, Leute. Das ist schon heftig, dass sie ihn verkauft haben wie die Dor in Dortmund. Sollst du mal noch vorspulen noch? Nasrin, Benfica. Wir haben doch abgelehnt bei ihm. Na genau. So, Leute, jetzt haben wir das. Jetzt das nächste Spiel. Haben wir ja gleich ein Spiel, Leute. Tell will. Boah, wie. Jeder will Tell haben. Ja, Tell, ja, den tun wir ja nicht vergessen. So, Leute, und jetzt würde ich Enza. So, haben können wir noch Teamstrategie. Haben wir jetzt noch die Verwaltung 8, Angriff 8, Abwehr 16. Okay, die Abwehr wäre noch gut, wenn wir noch eine Abwehr noch kriegen könnten. Aber halt.
Wir haben keine Chance, noch was zu holen, Leute. Okay, das heißt, okay, im Angriff haben wir das Schwerste, Leute. Okay, Trainingsstation. So, Trainingsplan haben wir, sind auch eigentlich alles sehr gut, Leute. Sind alle fit, stark bis. Und die Bissigkeit fehlt bei vielen, muss man so sagen. Das fehlt, okay. Ja. So, Leute, jetzt müssen wir mal gucken, wer so. Ne? Die sind alle gut im Team drin, empfohlen Pass, Taktik. Müssen wir halt schauen, Tiefe passen. Ah. Das ist alles Ding, wir können halt nur langsamer aufbauen, mal. Das funktioniert. Jugendakademie haben wir. Hämmer 2. Ihn und ihn bekommen, Leute. Du machen gutes. Dann würde ich sagen, tun wir mal einen Entwicklungsplan. Den machen wir. Den Wokel. Schauen wir mal, wo. Rechte Mittelfeld. Linke Mittelfeld. Defensiv jetzt. Der ist kein Defensivspieler. Geschuster wird. Rechte Flügel, was sind man eigentlich auf der. Was schauen wir mal kurz. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Sind es RV oder. Ah, wir haben rechts, links und rechts. Okay, man. Ja, okay, auf der rechten Seite. Okay. Das heißt, wir müssen mal gucken. Das ist richtig. Okay, dann würde ich fast sagen, tun wir mal. Rechte von meinem. Ah, 2 Wochen rechts, links. Ach, okay. Er ist rechter Fuß, dann müssen wir tun mal auf die rechte Seite pushen. Ihn tun wir RV, den rechten Flügel. Können wir den auch ins. Links Mittelfeld dauert lang. Okay, für ihn auf der. Schauen wir mal, wo man ihn. Er ist auch ein ZOM, okay. Linker Flügel, okay, nee. ZOM, linke ist 11 Wochen, Defensive 11 Wochen, rechte. Machen wir 11 Wochen auf der rechten Seite, okay. So, jetzt haben wir noch ihn. Stürmer passt optimal, Leute, so. So, jetzt haben wir ja Transfer. Jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwie Transfer verloren. Was für Transfer so in der letzten Zeit kommt. Den wieder verkaufen ein bisschen. Die neuen. Wir haben viele Ausgeleihe gemacht. Gekauft haben wir nicht viel, okay. Paris holt. Paris verliert einer, okay. Aber Leute, ich würde jetzt eigentlich sagen, wir machen für heute Feierabend und werden das große Supercup-Finale gegen RB Leipzig beim nächsten Mal spielen. Somit sagt euer Peter Gaming Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.